Aber erzähl doch mal die Geschichte mit dem Fingerabdruck vom Foto und solche Sachen, ne? Ja, das finde ich auch ein wichtiges Thema, ehrlich gesagt. Alex? Die Geschichte, gut, ich meine, die Geschichte begleitet uns ja mehr oder weniger auch so seit Touch-ID so ein bisschen irgendwie im iPhone groß geworden ist. Was für eine Bedeutung hat denn es, wenn man irgendwie ein Merkmal, ein biometrisches Merkmal als Passwort benutzt? Und eine der Geschichten, die dieses Jahr im Vortrag von Starbuck abliefen, ist, dass man nicht mehr den physischen Zugriff auf einen Fingerabdruck haben muss, um ihn halt nachzubauen mit Kleister und Kleber und dann irgendwie Attrappen und so weiter, sondern dass die Fotografie mit hochwertigem Kamera-Equipment ausreicht, ein ausreichend hochaufgelöstes Foto aufzunehmen, unter bestimmten Lichtverhältnissen, natürlich irgendwie unter wirklich sehr speziellen Voraussetzungen, aber dass es dann möglich ist, diesen Fingerabdruck von einem Foto aus kurzer Reichweite so hochauflösend abzufotografieren, dass man daraus später ja, eine Attrappe bauen kann und den Fingerabdruck nachbilden kann, der halt die Geräte, die ihn einlesen sollen, überlistet. Und das fand ich ja durchaus sehr spannend und ein weiterer großer Schritt, der ja schon mit der Nachbildung von der Attrappe für Touch-ID von Starbuck begonnen hat. Was letzten Jahr war vor 2 Jahren, ne? Mit Im dem iPhone iPhone 5S, ja. 5S kam. Mit Ich 5S oder bin, mit 5er? ja, beim 5S. 5S ging es 5S, los mit genau, Touch-ID, ja. 5S, ja. Und jetzt ist der Sensor halt in 6, 6 Plus und iPad Air 2 und Genau, die zweite iPad Mini Generation, glaube ich. 3. Genau, Ja. ja. Was mich an der ganzen Nummer nach wie vor wirklich irritiert, ist die Tatsache, dass Apple mit keinem einzigen Wörtchen trotz der Cookschen Transparenz auf das Thema Fälschbarkeit eingegangen ist. Also der Witz ist ja auch, dass iPhone 6 und 6 Plus natürlich dann von Starbuck natürlich dann auch gleich gehackt wurden, obwohl der Sensor noch mal ein bisschen genauer ist Also er hat als im eine 5S. Anspielung gemacht, so einen kleinen Hinweis hat er gegeben, dass eben unter der Hand bei Apple jemand gesagt hat, so ungefähr, oh, du warst aber schnell, wir haben gedacht, es dauert länger. Ja, genau. Das, ja. Jetzt beim 6 oder beim 5S schon? Beim Nee, 5S schon, nicht. beim 5S schon war das, ja. Okay, ja. Also, Also ich glaube, Apple weiß da auch, dass das funktioniert. Ich denke, die haben das auch selber ausprobiert, wie man das Ding eben klar. austricksen kann oder nicht. Und, Ja, es war aber auch so ein Gelaber von wegen subdermal, Laberababa. Ich meine, das läuft zwar subdermal in dem Sinne, dass es ein kapazitiver Sensor ist, aber das war so ein Kram, dass man dann irgendwie auch so dachte, oh, das geht nicht mit dem abgeschnittenen Finger und weiß der Geier was. Also was mich an der Sache halt echt nervt, es sind zwei Sachen. Also erstmal, dass Apple einfach dazu keine Stellungnahme gegeben hat, nach wie vor nicht, und sie einfach so weitermachen wie vorher und das wahrscheinlich ausdehnen. Und ich wette, dass in ein, zwei Jahren der Sensor dann auch irgendwann mal im MacBook landet. Wäre ja logisch, also macht schon Sinn. Dass da halt nicht drauf eingegangen wird. Aber die andere Sache ist halt, und das ist auch so das ist Starbucks Hauptargument, wie kann man eigentlich auf die Idee kommen, ein Gerät mit einem Touchscreen, ja, das man betatscht mit seinem Daumen dauernd, mit dem Daumenabdruck, den man auf diesem Display hinterlässt, entsperren zu wollen. Also die Idee ist einfach so hirnrissig, wenn man einfach mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und das Geile war ja schlicht, das war ja das Ding von Starbuck, das Erste, was er geleistet hat, war tatsächlich den Daumenabdruck vom iPhone einfach zu benutzen und nicht etwa irgendwie von einem Glas oder was. Also ich muss das jetzt, ich sage das deswegen jetzt auch so deutlich, weil ich das die Vorstellung des Hacks aus dem Chaosradio vor 2 Tagen auf dem Spaziergang mir nochmal angehört habe, um so ein bisschen zu verstehen, wie das lief, um das mir nochmal in Erinnerung zu rufen, nachdem ich das 2013 auch intensiv verfolgt und berichtet hatte. Und Heise war ja auch derjenige, war der Verlag, der Starbuck damals auch das 5S gegeben hat, um den Hack dann durchzuführen. Aber diese Grundidee, ja, dass man wirklich also auf dem Touchgerät irgendwie Fingerabdrucksensor, ist eigentlich blöd, ne? So ein bisschen. Ja, weil es halt diesen, er hat ja beschrieben, dass es einen to tollen Kontrast gibt auf dem schwarzen Bildschirm. Besonders, Ja, ja. wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, ist es halt ein toller Kontrast. Ja. Nee, ich hoffe doch mal, dass da irgendwie Touch-ID in Entwicklung ist, die halt
nicht nur einfach die unter die Hautschicht halt irgendwie geht, die halt irgendwie mehr leistet als sie jetzt. Es gäbe diverse Möglichkeiten, also weiß nicht, Fingerausrichtung oder irgendwas, Bewegung, weiß der Geier, also da gäbe es sicher relativ einfach was zu tun, aber mit dem 6 und 6 Plus und den neuen iPads ist da halt noch nicht so viel passiert, bis auf einen offensichtlich genaueren Sensor, aber das Ding ist halt das, dass, also wenn man wirklich sicherheitsbewusst ist, das Schweigen Apples ist halt irgendwie, wie sagt der Amerikaner, it's deafening. Ne? Also, betäubende Stille. Betäubende Stille, ja, genau. Und das geht mir jetzt nicht nur als Journalist, sondern auch als User wirklich auf die Eier. Ja. Ja, ich glaube, die Kommunikation damals ist ja schon falsch gelaufen, dass es einfach, dass du es eher als convenient feature oder du musst es irgendwie, du darfst es nicht als absolutes Sicherheitskriterium einfach heranziehen, dass dann ein Passwort, was du eingibst, also es gibt ja viele Vor- und Nachteile, ja. Ich meine, Touch ID kannst du einfach nicht über den Rücken schauend irgendwie abschauen, ja. Da kannst du dir eher mehr leisten. Aber wenn du wirklich ein langes Passwort hast, was nicht nur aus 4 Ziffern besteht. Wer hat das, ne? Das ist halt der Punkt, ne? Und dann kommt das Argument von Touch ID ins Spiel, ja. Ganz viele Leute hatten das mit diesen 4 Ziffern und deswegen ist Touch ID für die ein Sicherheitsgewinn in deren Maßstab von mehreren 100% Steigerung einfach. Ja, ich meine, das sagt Starbucks selber ja auch. Ne? Also es ist echt noch besser. Also er sagt halt, er findet den PIN-Code noch besser als Touch ID. Das sagt er damals. Aber für diejenigen, die halt das Handy einfach gar nicht gesichert haben. Und es war ja lange so, dass in iOS einfach nicht verpflichtend war, wirklich den PIN-Code festzulegen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also lange Zeit war der nicht verpflichtend. Und jetzt ist es halt so, man wird quasi dazu genötigt, den auch dann zu setzen. Aber der PIN-Code wird immer noch an einem Passwort halt bevorzugt. Wobei es halt wahrscheinlich irre wäre, jedes Mal ein langes Passwort einzugeben, nur wenn ich mein Handy entsperren will. Das ist halt das Ding. Ne? Aber guck mal, es gibt immer noch die Diskussion, oder die wird öfters mal einfach in Bewegung gezogen, dass Leute, die Touch-ID verwenden, trotzdem irgendwie eine zeitliche Periode wollen, wo sie das nicht müssen, ja? Irgendwie so 10 Minuten oder so weiter. Aber da wird das ganze Konzept ja absurdum geführt irgendwie. Ja. Wenn du sagst, irgendwie, ich will Touch-ID benutzen, aber wenn ich es einmal entsperrt habe, bitte die nächsten 10 Minuten nicht mehr nerven. Macht keinen Sinn, ja. Nee, und dann so trainierst du Leute auch nicht. Also ich meine, da unterstützt du halt, da würdest du die Faulheit der Leute unterstützen, ja, auf Sicherheitsmaßnahmen halt komplett zu verzichten. Und jetzt mit der zweiten Generation von Touch ID muss man schon sagen, dass die Erkennung, die funktioniert wunderbar. Also das stimmt. Also ich meine, der Punkt ist halt der, dass die Convenience ist halt definitiv gegeben, dass man einfach irgendwie mit einem Daumen auf den Start-Button drückt und dann ist es entsperrt und das war's. Das ging schon mit dem 5S eigentlich ganz gut, wenn man es vernünftig trainiert hatte, möglicherweise dann irgendwie den Daumen irgendwie mehrfach über mehrere Finger verteilt. Man kann ja bis zu, ich glaube, 5 Finger kann man sogar nehmen, oder waren es 4? 5, ja. Letztlich, das ist schon super, weil die Grundfrage, die sich für mich stellt, ist einfach, ob es überhaupt so eine verdammt schlaue Idee war, überhaupt Fingerabdrücke als biometrisches Merkmal zu benutzen. Aber das gilt natürlich für die gesamte Fingerabdruckbiometrie, aber auch für andere Merkmale wie Iris-Abdrücke, alle Sachen, die man wirklich extrem einfach herauskriegen kann. Ich meine, Starbuck hat in seinem neuen Vortrag jetzt auf dem letzten Kongress dann auch wirklich dann nochmal Retina-Erkennung beispielsweise gezeigt und dass die eigentlich auch längst tot ist und so weiter und so fort. Also Fingerabdruck ist nicht genug. Iris-Scans, ja, genau. Auch über Fotografien. Also dementsprechend ist da eigentlich fast alles tot. Ich meine, die überlegen dann jetzt so Sachen wie den Durchmesser des Innenohrs oder was man dann über weißes Rauschen und Rückreflexion dann irgendwie machen kann. Das lässt sich dann schwer abfotografieren, aber andererseits kann man es dann vielleicht doch abfotografieren und dann macht man dann irgendwie mit dem 3D-Drucker dann ein Kunstohr oder so. Also das ist alles wirklich echt ein Problem. Also Biometrie ist wirklich schwer. Das war ja auch das Beispiel mit dem Iris-Scan von Frau Merkel wieder, das Foto gemacht von den Augen. Und dann, man muss das ja nicht mal selber machen, man nimmt einfach ein Wahlplakat und hat das den Vorteil, Beste, hat den Vorteil, dass sie dort gefotoshoppt ist und keine Tränensäcke hat. Super. Ja, da habe ich auch Tränen gelacht, in Anführungszeichen. Also das ist echt extrem super. Aber mit den Fingerabdrücken, da muss man ja sagen, diese berühmte Merkel-Raute ist natürlich auch ideal, weil
sie halt die Finger nicht nach vorne zeigt. Ne? Aber das war schon genial, was Starbuck und seine Kollegen da gemacht haben. Die haben dann mit einem Pressefotografen zusammengearbeitet, der dann wirklich auch in die erste Reihe von der Bundespressekonferenz durfte. Und irgendwie gerade jetzt Frau von der Leyen, die irgendwie dazu neigt, erstaunlich häufig dann auch irgendwie ihren Daumen dann oder zumindest die Hände nach vorne irgendwie zu recken. Das ist schon faszinierend. Und sie wollen ja, glaube ich, auch den Fingerabdruck dann jetzt auch dann veröffentlichen. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob sie ein iPhone-User ist oder so, aber nichtsdestotrotz, das ist alles wirklich kaputt gespielt letztlich. Also und wir wissen ja wirklich nicht, was da, sagen wir mal, bei Kriminellen oder auch bei den Diensten, den Geheimdiensten oder auch bei Polizeibehörden in der Wirklichkeit auch wirklich läuft. Ja, also wir sehen ja nur so lustige Hacks irgendwie, aber dieser Kram, der wird dann auch wirklich wahrscheinlich im echten Leben auch verwendet, weil er nicht besonders schwer ist. Die Motivation muss einfach groß genug sein. Und das ist natürlich bedeutsam. Ja, also ich sehe das auch zum Beispiel, wenn du so nach Serveranbietern suchst, siehst du auch gerne so, ja, hier super gesicherter Zutritt zum Serverraum, brauchst du halt deinen Finger oder dein Auge oder sowas. Und dann zeigt er halt, wie du so ein Foto in die Kamera von dem Iris-Scanner hältst. Und der Iris-Scanner sagt, ja, super, nehme ich. Und das ist halt, ich glaube, das grundsätzliche Problem ist auch so gezeigt wie bei den Wahlcomputern, dass eben die Biometrie für so solche Zugangskontrolle und sowas nicht geeignet ist. Ich meine, was halt geht, ist so eine Kombination aus mehreren Merkmalen. Das macht es natürlich dann deutlich sicherer. Also beispielsweise Fingerabdruck plus Code oder so. Das ist dann, verstärkt dann halt die Sicherheit wieder ein bisschen. Aber letztlich sind das dann halt irgendwie alles Krücken. Letztendlich muss man natürlich auch fairerweise sagen, es ist alles ein Kompromiss. Ne? Alles Kompromiss, ja, was jemand eingehen möchte, um irgendwo sicher zu sein. Und aus dem Aspekt muss man schon sagen, dass Touch-ID relativ genial ist in seiner Umsetzung, dass es einfach für viele Leute einfach viel mehr Geräte extrem sicher macht, aber dass man trotzdem diese technische Feature nicht als höchsten Sicherheits, dass der nicht höchsten Sicherheitsansprüchen genüge wird. Ist halt genau das Ding. Also die Implementation ist schon genial, absolut. Also das ist auch was Starbucks sagt, dass sie als, was den Sensor anbetrifft, jetzt schon beim 5S wirklich, dass das eine neue Dimension war. Also im Vergleich zu den teureren, zu den älteren Geräten, die auch teilweise wirklich sehr teuer waren. Also da muss man schon sagen, Apple hat da eine Menge geleistet. Aber das löst halt nicht das Grundproblem. Ne? Das ist halt das Ding. Ja.